Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tomb Raider. Jawohl, wir sind wieder da. Beim letzten Part habe ich die Lara bestiegen. Ah ne, die Lara hat den Turm bestiegen natürlich. Obwohl, ja, wenn sie den Turm bestiegen hat, dann kommt das eigentlich fast aufs Gleiche. Gut, wir seilen uns immer ein bisschen ab. Lassen wir die Flachwitze. Und weiter geht's. Wir haben jetzt endlich den Funkspruch losgelassen. Also, ja, so kommt man definitiv runter. Wir kommen jetzt endlich mal hier vielleicht von der Insel. Der Funkspruch wurde gesendet. Hilfe kommt, Hilfe naht. Allerdings, wann die kommt, keine Ahnung. So, mal schauen, was hier denn eigentlich... Ah, eine Scheune. Da werde ich gleich mal hineinschauen. Ich liebe Scheunen. Treibstofftanks, da machen wir doch gleich mal hier das da kaputt. Das macht ja voll Sinn. Aha. Ich muss einen Weg finden, das Benzin anzuzünden. Ah, Benzin anzünden. Ja, genau, für das Signal. Wir brauchen ja ein Signal, damit die wissen, wo wir sind. Oh, der hier. Ja, grüß dich, hallo. Der sieht nicht mehr so ganz frisch aus. Vielleicht finden wir hier drin irgendwas zum Entzünden. Aber es sieht gerade nicht so aus danach. Munition ist voll. Aha. Ich habe jetzt Feuerstahl. So sollte es gehen. Was ist Feuerstahl? Kenne ich nicht. Okay, aber jetzt kann ich überall meine Fackel anzünden. Das ist natürlich auch ganz schön. Ja, jetzt muss ich nicht immer zu einer Feuerquelle. Gut, dann zünden wir das mal an. Es wird wahrscheinlich ein mega Bumser geben hier. Oder vielleicht auch nur ein Feuer. Nee, oh, das gibt einen Mega-Bumser. Wie schon gesagt. Da ist es. Mein Gefühl sagt mir, dass das jetzt abstürzen wird. Hab's ja gewusst. Holy shit, es kommt, es steuert direkt auf die Lara zu. Fuck. Wow, 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 fuck, fuck, fuck. Ach du heilige Scheiße. Ah, Lara. Ah. Shit. Ach du heilige. Wow. Okay, 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 hier unten durch, hier unten durch, hier unten durch. Packen wir schon, das packen wir schon. Ah, Lara, pass auf, Lara. Geh mir noch nicht ein, meine Süße. Oh, 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 fuck. Und ich muss sie noch heben, okay. Oh, 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 oh. Ich sollte weg, ich sollte weg, ich sollte weg. Ach, du heilige Scheiße. Wir kommen wohl doch nicht so schnell von dieser Insel runter, wie es ausschaut. Nee, nee, nee. Ja, mein Modell freigeschaltet. Wunderbar. Oh, ja, wenigstens konnte sich einer retten. Der Pilot. Ich muss zu ihm. Okay, der ist da unten. Naja. Ah. Jawohl. Wunderschön. Das geht also. Nee, sag nicht, dass hier jetzt gleich alles abstürzt. Nein, 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 nein. Jawohl. Ich hätte auch den unteren Part nehmen können, aber ich bin lieber hier oben. Ach du heilige Scheiße. Boah. Also stabil gebaut ist das nicht, ja. Da war wahrscheinlich Ikea auf der Insel. Ja, das hat Ikea gebaut. Schwedische Handarbeit. Boah. Wir sind fast die Kisten auf den Kopf gefallen. Ach du heilige Kacke. Konnte man denn da überhaupt leben direkt an den Klippen? Das sind doch nicht normal, die Einwohner. Haben die... Die sind ja verrückt. Die sollten doch lieber bei Ikea einkaufen. Lassen, demnächst. Ah, na toll. Da wird auch schon gekillt hier gleich. Ah! Wo ich aus? Okay, wenn man den tötet, weiß ich ja. Ich muss nur in die Nähe. Und dann wieder weg. Oh, fuck. Und dann hat er mich. Okay, Vorsicht, 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 Vorsicht. Und wenn er dann zuschlagen will, ausweichen. Ja, so schwer bist du gar nicht, mein Freund. So, was ist mein Pfeil und Bogen? Hier ist er. Alles klar. So, dann schauen wir uns mal ein bisschen um hier, weil, ja, das hier scheint wohl ein bisschen stabiler zu sein als davor.
So, Fackel können wir sofort anzünden, das ist super. Wir brauchen keine Feuerquelle mehr. Das heißt, wir kommen jetzt viel leichter zu diesem Bergungsgut da. Spart jetzt ein bisschen Zeit nämlich. So, nur mal ganz kurz hier rausschauen, wie tief es hier hinuntergeht. Also sehr verdammt nochmal tief. Und wie, wer will denn hier freiwillig leben, verdammt? Wer baut sich hier in dieser fetten Schlucht ein Haus? Seid ihr verrückt? Da würde ich nicht mal gratis leben. Ja, als ob man dafür auch Miete verlangen könnte für den Scheißhaufen hier. Boah, Wahnsinn. Wie will man denn hier überhaupt Kinder aufziehen oder so ein Scheiß? Die verrecken doch beim ersten Schritt hinaus, Mann. Kein Wunder, dass hier keiner mehr lebt. Die haben ja einen an der Waffel, du. Okay, hier haben wir was zum Futtern. Sehr schön. Ja, gleich der ganze Strauch löst sich hier auf. Wunderbar. Das nenne ich mal Technik. Okay, was ist... Ah, ja, hier gibt es ein bisschen Futter. Ein Sturm aus dem Nichts. Bei klarem Himmel, der ein Flugzeug abstürzen lässt. Das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen, einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt sind sie tot. Ja, und du bist schuld, Lara. Nur du bist schuld. Nee, natürlich nicht. Die Insel... Irgendjemand will also nicht, dass wir hier von der Insel runterkommen. Ja, ganz logisch eigentlich. Gut, ich brauche eigentlich noch ein Set für meinen Bogen. Ich könnte allerdings meine Waffe ein bisschen aufbessern und so, aber... Nee, ich behalte meine Punkte dann. Lara, was zum Teufel ist passiert? Schrei nicht so! Dieser Sturm, er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Bin unterwegs. Ja, ja, wir sind unterwegs, aber hier ist es verdammt hoch. Also ich habe ein bisschen Höhenangst. Ich hätte verdammt sehr, sehr viel Schiss. Also ich hätte sowieso nicht so lange überlebt bisher, aber allein schon hier da rumzuspazieren und wo es da so tief runtergeht. Ha, da würde ich mir ja sowas noch in die Hose kackern. Ah, nee. Hier drüben! Ach, schieß sie zuerst! Jawohl, und jetzt erschießt das da. Jawohl, Lara, schön gemacht. Heilige Scheiße. Ah, jetzt haben wir ein Seil. Damit kann man auch was ganz Cooles anstellen, habe ich nämlich davor schon mal gesehen. Und dann kann man das ziehen. Und dann fallen die runter. Wunderschön, oder? So, dann machen wir das gleiche hier nochmal. Lassen denen das auf den Kopf fallen, ja. Jawohl. Okay, mit dir kann ich gar nichts anstellen. Die schieße ich einfach in den Kopf. Ah, muss der sich bewegen hier. Muss er sich bewegen. Oh, oh, Lara, Lara, geh in Deckung. Geh in Deckung. Ja, geh in Deckung, schönes Mädchen. Oh, oh, oh. Ein bisschen warten, bis mein Leben sich wieder hier voll macht. Ah, das trifft mich hier nicht. Das trifft mich hier nicht. Und. So, ich schieße ich auch noch runter. Jawohl. Okay, das hat sich nichts gebracht. Oh, nee, nee, nee. Lara, 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 Lara. Lala! Hinterkung, Lala! Heilige Scheiße, die haben ja gar nicht mehr aufzuschießen. Okay, dann muss ich jetzt eine Pistole rausholen, weil die ist um einiges schneller. Okay. Komm her, Mann. Okay, wieder Zeit für meinen Bogen. Jawohl, und ich hole dich mir auch noch. Komm her. Komm raus. Komm raus. Yes. Der soll mal lernen zu werfen. Habt ihr das gesehen, der Penner? Da kann ich werfen. Seilpfeil drücken. Was, um mit Seil entwickelte Objekte heranzuziehen? Ah, da kann ich also auch noch Sachen heranziehen. Damit ich dann damit auch weiterkomme. Alles klar. Haben wir schon mal gecheckt. Ich weiß nicht, soll ich da rüber springen? Ja, machen wir es mal. Und mit Anlauf. Jawohl, schön gemacht. Da gibt es eine Kiste. Das gibt aber nur EP. Naja, EP sind auch wichtig. So, okay, dann muss ich das da schon mal herziehen, das sehe ich jetzt schon. Okay. Und her damit. Und dann kann ich da drauf springen. Oh, das war jetzt fast sogar schief gegangen. Wunderschön. Ah, diese blöden Russen müssen ja immer irgendwann
auftauchen. Immer, in jedem Spiel gibt es eigentlich Russen. Immer sind die Russen die Bösen. So, habe ich hier oben noch irgendwas? Jawohl. Bergungsgut und Pfeile, aber Pfeile habe ich, glaube ich, hier schon genug. Ja, da habe ich schon genug davon. Kann ich hier einfach wieder hinunter. Jo, und weiter geht's. Okay. Das könnte ein guter Punkt zum Einhaken sein. Ah, Seilbrücken. Okay. Ah, sehr schön. Das ist natürlich sehr komfortabel, sowas. Ja, da komme ich jetzt eigentlich überall drüber. Das ist super. Nur, dass man halt einen Pfeil verliert dabei, aber ist ja nicht so schlimm. So, da gucken wir mal in dieser bescheidenen Hütte nach, was es hier gibt. Ja, nur Pfeil und Bogen. Ja, nur Bogen, ohne Pfeil. Ne, nur Pfeil. Ah, und da kann man auch sogar die Türen aufmachen. Sehr schön. Dann zieh mal auf, ihr die Scheiß hier. Jawohl, und die löst sich auch gleich auf. Wunderbar. Gleich die Fackel rausgeholt. Auch noch. Brave Lara, die macht sogar die Hälfte selber immer. Oh, es leckt hier gerade ein bisschen. Warum leckt hier? Nicht schön. Ja. Oh, okay. Ah, das ist Roth. Okay. Gut, dass wir da raus sind. Dachte, das ist ein Feind. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich habe sie hergerufen, Roth. Hey, wir finden einen Weg. Mayday, Mayday. Hier, Co-Pilot Jessup von Flugzeug N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessup, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet. Bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Das ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern. Und uns sammeln, wenn wir Sam wieder haben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Ja, entweder spielt meine Grafikkarte verrückt oder das Spiel oder ich weiß nicht, aber habt ihr die Grafikfehler gesehen davor? Ja, nicht nett. Also so ein bisschen die komischen Punkte da, was man halt da so sieht, das ist nicht so schön, aber kann man nichts machen. Okay, wir gehen jetzt da rüber. Hier leckt es auch ein bisschen, aber da kann man nichts machen, ist jetzt auch egal. So, dann machen wir hier mal gleich so ein Dingsbums da zum Runterschleiden. Schön. Oh, hier sind wieder Feinde, wie es aussieht. Ja, da sind wieder Feinde. Okay. Schön, dann können wir jetzt alle schön einen nach dem anderen ausschalten hier. Du bist der Erste. Nein, ich wollte ihn schießen, ich wollte eigentlich loslassen. Mann, ich bin so dumm. Ich wollte loslassen. Ich habe falsch gedrückt, Mann. Ich hätte sie eigentlich alle drei töten können, wunderbar. Lader, geh rein da, verdammte Scheiße, habe ich gesagt. Ja, Köpfchen einziehen. Haha. Köpfchen einziehen, meine Freunde, denn dann überlebt ihr. So, was haben wir denn da? Benutzt in der traditionellen japanischen Kräuterheilkunde oder Kampo. Die Fiole wurde anscheinend vor vielen Jahren versiegelt. Oh, so sieht's auch aus. Sollte man nicht aufmachen und essen. Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art Stadtgefecht. Der Ort ist verrückt, Ross. Yay, 2 von 2 Teilen gefunden. Ich weiß es nicht und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Lara bei dir? Ja, wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay, wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Schade, ich habe den zweiten Teil vom Bogen gefunden. Die könnten jetzt eigentlich verbessern, allerdings komme ich leider nicht hoch zu diesem blöden Lager. Das heißt, ich muss mich noch ein bisschen gedulden bis zum nächsten Lagerpunkt. Ja, sorry hier für die kleinen Lags, aber ja, hier ist halt ein großes Areal und da laggt halt ein bisschen. Okay, da kann man dann da hinunter. Das kann man entzünden. Okay, mache ich das mal. Yay, Erleuchtung. Und runter geht's. Holy fuck! Ich hätte hier auch wieder extrem Schiss.
So, da drüben ist dann das Lager, aber ich werde mich hier nicht dennoch ein bisschen umschauen hier. Vielleicht gibt es ja da irgendwas. Ja, und wie es da auch was gibt. Wartet mal, war ich denn nicht hier schon? Ah, ja, ja, hier war ich ja schon. Schon gut, da war ich schon. Es sieht zumindest so aus, als ob ich da schon war. Okay, wohin muss ich das jetzt schießen? Ah, da nach oben. Okay. So. Schön. Und dann klettern wir bald hoch, Lara. Alles klar. Und kannst loslassen. So, da müssen wir uns da wieder einhacken. Ja, jetzt sind wir eigentlich für alles gewappnet eigentlich. Oh. Du wirst nie fertig, mein Freund. Was zur Hölle? Ich brauche Hilfe! Da hast du Hilfe. Hat dich jemand gehört? Nee. Okay, dich hat also keiner gehört. Sehr schön. Der ist jetzt da runtergefallen und ist tot. Haha. Das passiert halt eben. Okay, ich könnte mich da entweder da hinüberhangeln oder ich könnte noch hier kurz reinschauen. Ich schaue hier nochmal kurz rein. Vielleicht gibt es da irgendwas. Okay. Aha, okay. Ich komme hier wohl wieder zurück, aber, oder? Hier war ich nämlich noch gar nicht. Da kann man da auch nochmal hoch. Okay, cool. Und... ja. Schön gemacht. Und dann da mal rüber. Ich will nämlich diese anzünden da. Ich weiß nicht, was ich davon habe, aber ich möchte sie mal anzünden. So vollständigkeitshalber. Ja. 2 von 10 Statuen haben wir mittlerweile. Und jump. Ah, da waren wir ja schon. Da waren wir ja auch schon. Okay. Alles bekannte Gebiete hier. Gut, dann gehe ich da jetzt mal wieder nach oben. So, wenn ich da wieder natürlich hinkomme. Ich hoffe es. Okay, ja, natürlich komme ich da wieder hin. So, dann muss ich ja nur hier wieder hoch. Jawohl. War ich da oben eigentlich schon? Ich weiß es gar nicht. Schauen wir mal nach kurz, ob ich da oben schon mal war. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Boah. Jetzt war ich fast gestorben. Ja, hier oben war ich auch schon. Ja. Okay, weil da bin ich dann da mit der Brücke dann darüber. Okay. Schon gut. So, und dann wieder da hinein. Okay. So, also ja, wie man sieht, ich kann hier frei rumlaufen, wie ich möchte. Aber ja, viel Sinn macht jetzt halt gerade eben nicht aus. Man möchte die Herausforderungen zu Ende bringen. Aber so geil bin ich da nicht drauf. Ich bin nur geil auf die Lara. Aber die war immer schon eine Sexbombe. Ja. Sie ist ja halt eine unschuldige Sexbombe. Aber Sexbombe bleibt Sexbombe. So, was haben wir denn hier? Da haben wir auch mal wahrscheinlich einen Schatz oder so. Schauen wir uns das mal an. Der eine kann da bestimmt noch ein bisschen länger warten auf uns. Ja, der hat ja keinen Stress. Ich meine, der ist ja nur ein bisschen abgestürzt, ja. Macht ja keinen Sinn, da jetzt hier sofort hinzulaufen, wie ein Verrückter. Was ist denn hier los? Okay, Bergungsgut haben wir schon mal gefunden, das ist fein. Ja, über Leichen. Ihr seid alle blöd gewesen, wisst ihr das? Ah, Lara geht da durch. Ja, nicht stehen bleiben hier. Wohin führt mich denn das? Heilige Scheiße, wo bin ich jetzt? Optionales Grab, die Halle des Aufstiegs. Okay. Schön. Das schauen wir uns mal jetzt an hier. Weil ich da gerade halt eben schön vorbeigelaufen bin. Yay, ein Lager haben wir ja auch noch. Gut, dann werde ich jetzt bei diesem Lager als einen Recurverbogen. Maffe wurde modifiziert, ein provisorischer Langbogen zu Recurverbogen. Okay, machen wir jetzt. So, Bogen-Upgrades. Gemeistert. So, zur Stufe 2. Okay. Aha. Ah, eine erhöhte Frequenz. Sehr schön.
Gut, das brauche ich alles nicht machen, das interessiert mich nicht. Aber die Pistole könnte ich vielleicht... Nee, das... Da brauche ich viel zu viele Punkte dafür. So, ich glaube, ich habe auch einen Fähigkeitspunkt. Jawohl, habe ich auch. Überlebensupgrades, da nehmen wir doch mal... Nee, das habe ich alles noch nicht. Nee, warte mal, ich möchte hier lieber Jäger machen. Aber bei Jäger kann ich nichts mehr machen. Gut, dann müssen wir halt hier. Komm, machen wir das da. So. Für zusätzliche EP. Okay, neue Fähigkeiten. Was? Neuen Fähigkeitenrang. Fähigkeitsrang freigeschaltet. Glückwunsch, ein neuer Fähigkeitsrang wurde freigeschaltet. Lara ist nun abgehärtet und kann ihre Kletteraxt im Kampf einsetzen. Drücken Sie Y in der Nähe von Feinden, um diese mit der Axt anzugreifen. Attackieren Sie Feinde mehrmals, um sie zu betäuben. Ja, jetzt ist Lara halt ein bisschen noch mehr Badass. Und im nächsten Part schauen wir uns mal diese Halle da drüben an. Aber jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut und sehen uns dann wieder beim nächsten Mal bei Tomb Raider.